Ja, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Heißt euch natürlich herzlich willkommen hier zu wieder einem neuen Video. Leider habe ich auch anderes zu tun und daher hat es jetzt ein wenig gedauert, dass ich wieder ein neues Video mache. Ich bin unter anderem in sehr vielen Bereichen beschäftigt. Ja. Ich habe zum einen eben mein eigenes Realleben auch. Ja. Eben auch unter anderem, wo ich sehr viel, ja, mich ehrenamtlich einbringe, mich auch sozial einbringe. Und kann eben nur nochmal sagen, ja, dass ich das hier aber auch weiter verfolge. Ne? Die SPD, Soziale Bewegung Deutschland. Weil ich finde eben, man kriegt es auch immer wieder mit, egal ob man sich real oder virtuell irgendwo aufhält, ja, wie Leute ihren Schund vertreiben, ihren rechten bis asozialen Schund. Und das ist wirklich das Hauptproblem in unserer Gesellschaft, ja. Ja, will keiner so richtig drüber reden, will auch keiner wirklich ansprechen, aber es sind nun mal die Fakten, die Probleme, die wir haben. Und ich kann nur sagen, ich werde weiter auch gegen Asoziales und gegen Rechtes reden. Mit gutem Recht, ja. Auch wenn das einige stört. Ich werde auch weiterhin die Wahrheit sagen. Auch wenn unter anderem irgendwer für mich da aus irgendwelchen Richtlinien heraus, die ich nicht nachvollziehen kann, ja, weil die scheinbar gegen unsere Gesetze verstoßen, meint, mich sperren zu müssen oder etc. Es ist rein die Wahrheit, was ich sage. Es beruht sich auf Sachlichkeit, es beruht sich auf Fakten. Und eben was ich in meinem Umfeld und sowas mitbekomme und eben auch erlebe. Und kann nur sagen, es ist wichtig, seinen Mund aufzumachen. Es ist wichtig, auch Position zu ergreifen. Eben auch gerade, wenn man sagt, man ist sozial. Und es gibt genug Leute, die dann immer kommen mit, ja, ich arbeite dies, ich arbeite das, ich arbeite jenes. Und dann auch noch am Rumheulen sind. Ja, wie anstrengend das doch ist. Was weiß ich, von morgens 6 bis, was weiß ich, oder nicht mal 6, vielleicht um 7 oder 8 anzufangen und dann halt, was weiß ich, bis 17 Uhr oder sowas zu arbeiten. Ne? Dann kann ich nur sagen, tut mir leid, aber ich habe auch mein Leben, ja, und ich arbeite auch viel in meinem Leben, ehrenamtlich, ja. Ich kriege dafür nichts. Ja, ich muss mit 180 Euro im Leben klarkommen, ja, und heul nicht jeden die Ohren voll, was für einen Job ich habe, ja. Was für einen harten Job ich habe, dass ich teilweise um 1 Uhr wach bin, ja, mich mit HTML auseinandersetze, mit APIs auseinandersetze für Leute, was organisiere, was fertig mache. Ja, und kann eben nur sagen, ja, ich respektiere jeden Menschen soweit, aber nicht wegen seiner Arbeit. Ich respektiere ein Gegenüber nicht an dem, was er arbeitet, ja, um Geld zu verdienen. Das habe ich auch noch nie, ja. Mir ist es egal, ob jemand obdachlos ist, ob jemand Hartz-IV-Empfänger ist, ob jemand LKW-Fahrer ist, ob jemand irgendwo eingestellt ist bei einer bekannten Firma, was weiß ich, wo er gut verdient oder sonst was. Die sollen doch froh sein, dass es ihnen gut geht, nicht, dass sie Geld über haben. Eben gibt es auch Menschen wie mich, eben auch ne, kranke Menschen. Ja, ich bin zu 90% schwerbehindert. Und bin nicht mehr erwerbsunfähig. Und deshalb bin ich auch schon in Rente. Und ja, in dieser Gesellschaft ist es halt nicht anerkannt, dass was ich oder auch andere an Leistung geben. Es zählt nur, wenn man Geld dafür bekommt, das ist für mich Bullshit. Ein Riesenbullshit, ja. Weil das steht auch nirgendwo geschrieben, ja. In keinem Gesetzbuch, dass du dich für Geld knechten lassen musst oder eben auch in keinem Glauben, ja, nicht in eurem Koran, nicht in eurer Bibel steht, geht euch für Materielles und Geld knechten. Ja, ich kann nur eben sagen, ich stehe zu mir, ja, ich habe auch eben einen Großteil meines Lebens bisher gearbeitet, ja, für Geld, ja. Und es ist nun mal dazu gekommen, dass ich nicht mehr erwerbsunfähig bin, dass ich eben aufgrund meiner Behinderung nicht mehr real arbeiten kann. Also, das heißt hier real, ja. Das muss man auch nochmal trennen, weil ich arbeite ja eigentlich auch real.
Ich arbeite real an Hardware, ja, an Rechner und an Software. Ja. Wo ich nur sagen kann, eben, das ist auch alles real. Ja. Wenn ich mit Datenverarbeitung, mit Bildern, mit Grafiken, mit Videos, mit dem hier auch, was ich jetzt gerade bringe, das ist ja auch Soziales einbringe. Eben kreatives Soziales einbringe. Wo ich dann versuche auch Leute zu erreichen und sage, wir brauchen so ein Bullshit nicht. Wir brauchen kein sinnloses Messen, kein sinnloses Gegeneinander, ja, sondern wir brauchen ein Miteinander, eine bunte Vielfalt. Na, dafür stehe ich auch immer wieder ein. Dafür habe ich auch schon immer eingestanden. Ja, auch schon als ich selbst noch für Geld gearbeitet habe, ja. Und ja, ich kann eben nur sagen, die Menschen brauchen wieder mehr Sozialbewusstsein, mehr Sozialverstand, eine bessere soziale Bildung, um eben wieder miteinander klarzukommen, um wieder einen Weg nach vorne zu finden. Das ist der Grundbaustein zu auch anderen Projekten, die ich habe, um überhaupt weitere, sagen wir mal, Bildungs- und Gedankenebenen zu erreichen, um auch wirklich eine weitere Bewusstseinsebene zu erreichen. Und wie gesagt, allen mit sozialem Verstand, die das hier soweit verstehen, sage ich hier nochmal Peace.